Eines der bestimmenden Themen derzeit, der Coronavirus. Frau Navidi, was glauben Sie, wird es für konkrete Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben? Es muss damit gerechnet werden, dass das Bruttoinlandprodukt dort deutlich unter 5% fallen kann, je nachdem, wie lange die Krise anhält. Denn es kommen einige Faktoren zusammen, wie das bereits anhaltend langsame Wirtschaftswachstum, was dort sowieso schon vorherrschte, die Demografie, die negativ ist, und dann vor allen Dingen die extreme Verschuldung, die beim Ausbau der Seidenstraße noch enorm zugenommen hat. Und wie sieht es für die USA aus? Mit was für Konsequenzen rechnen Sie hier mit dem Virus? Wir hatten ja sowieso schon den Handelskrieg. Hierbei hatte China sich eine Katastrophenklausel gesichert, womit sie dann zum Beispiel Mengen in der Agrarprodukte nicht abnehmen muss. Also sie hat sich noch nicht darauf berufen, aber das ist eine Gefahr. Aber im Grunde genommen, das Risiko für die US-Wirtschaft ist noch viel, viel größer, denn die USA haben sich in den letzten Jahren verstärkt von Asien abhängig gemacht. Nicht nur China, so ist ja auch das Handelsbilanzdefizit unter Trump immer noch weiter angewachsen. Also wenn es darum geht, um Bestandteile für Autos oder Elektronikartikel oder andere Industrieartikel, sind die USA da sehr abhängig. Hier wird es sehr schnell zu Engpässen kommen, die sich negativ auf die US-Wirtschaft auswirken werden. Ja, die Supply Chains sind wahrscheinlich in der Tat das große Thema. Interessanterweise aber trotzdem, die Aktienmärkte scheinen sich bisher völlig unbeeindruckt zu zeigen. Wir gehen von einem Rekord zum nächsten. Wie erklären Sie sich das? Ja, wenn die Wissenschaftler schon sich schwer Prognosen treffen können im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Epidemie, dann kann das natürlich die Märkte noch viel weniger. Außerdem herrscht so ein bisschen die Angst, etwas zu verpassen. Solange der Markt nach oben geht, will jeder mit dabei sein. Aber das kann sich natürlich auch sehr schnell ins Gegenteil drehen, denn man muss auch sehen, ein Hauptgrund dafür, für diese Aufwärtsbewegung, ist vor allen Dingen das künstliche Doping durch die lockere Geldpolitik. Und die Märkte erwarten auch eine weitere Zinssenkung, sollte sich die Krise aufgrund Coronas weiter verschärfen. Also auf was sollten sich Investoren Ihrer Meinung nach jetzt einstellen? Alle Indikatoren deuten darauf hin, dass Corona nicht unter Kontrolle ist. Die Dunkelziffer ist völlig unbekannt, vor allen Dingen darauf, auch deswegen, weil der Virus sich besonders gut und sehr lange durch die lange Inkubationszeit tarnen kann. Insofern sind die Risiken völlig offen, auch was die USA betrifft. Zum Beispiel, wenn eine Metropole wie New York betroffen sein sollte. Wir sind hier 1,5 Millionen Menschen auf der Insel. Jeden Tag kommen fast 1 Million mit rein. Also wenn sie hier ein paar Dutzend Fälle auftreten sollten, würde man wahrscheinlich auch hier isolieren. Dann sieht man sehr schnell einen Stillstand, einfach weil die Welt viel mehr miteinander verflochten ist und weil China um ein Vielfaches größer ist als noch zu Zeiten von SARS, also was die Wirtschaftskraft betrifft. Vielen Dank für das Gespräch.